Ich hatte vor 5 Jahren einen schweren Reitunfall, bei dem mein zweiter Lendenwirbel gebrochen ist. Da habe ich ein Pferd von einer Bekannten geritten und das hat sich erschrocken, ist gestiegen und nach hinten gestürzt und dann habe ich leider unterm Pferd gelegen. Genau, und dabei ist mein zweiter Lendenwirbel kaputt gegangen und jetzt bin ich inkomplett querschnittsgelähmt. Wenn ich auf dem Pferd sitze, dann sieht man mein Handicap nicht und das ist dann auch für den Kopf wirklich toll. Also mein Sattel ist so erstmal ganz normal, aber ich habe halt Steigbügel, damit mein Fuß nicht durchrutscht. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Und dann habe ich ein Gummi, was hinten noch um meine Ferse gemacht wird, damit beim Trab eben mein Fuß nicht aus dem Bügel rutscht. Und dann habe ich noch so ein Klettband über dem Oberschenkel. Der darf sich 3x6 cm überlappen. Also es ist wirklich nur so ein kleines Stück. Auch einfach dieser Sicherheitsaspekt wird da ganz groß geschrieben. Aber damit ich nicht so aus dem Sattel hüpfe, wenn ich mal Mitteltrab ein bisschen zureite, ist das für mich so ein bisschen die Stabilisierung.